Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch das Programm Shooter vorstellen. Und zwar ist es ein Screenshot-Tool, wie ihr ja auch hier auf der Webseite direkt von Shooter sehen könnt. Ich gehe mal einfach mal hier shooter-projekt.org. Und zwar ist hier auch für andere Linux-Distributionen, die kein Software-Paketsystem haben sollten, können hier direkt runterladen und installieren. Ubuntu-Nutzer können einfach unter Ubuntu Software Center einfach den Namen eingeben und ihr bekommt hier eben die Möglichkeit, Shooter kostenlos downzuladen und zu installieren. Es ist ein Open Source Programm, es kostet also nichts, ihr könnt es verwenden. Ich verwende es jetzt besonders in der letzten Zeit für kleine Dokumentationen, die ich mir dann ablege. Und ich habe einfach mit Shooter mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Bild mir eben schon aufgenommen. Ich habe hier die Möglichkeit, den Desktop hier zu fotografieren, auf den aktuellen Monitor beschränken. Also ich habe zwei Monitore, deswegen werde ich es jetzt mal auf den aktuellen Monitor beschränken und sage hier mein Desktop. Und wenn ich jetzt schaue, da seht ihr, dass ich den kompletten Bereich hier aufgenommen habe. Ich kann danach in den Bereich Bearbeitung gehen. Dann öffnet sich hier ein größeres Fenster. Hier kann ich eben noch irgendwas dazu schreiben, irgendein Text. Und dann das bestätigen. Schriftfarbe machen wir mal. Ja, vielleicht einfach mal in Blau. So, und sagen okay. Und bestätigen das. Und jetzt habe ich hier sogar meinen Text, kann ich auch noch ausrichten. Ich kann hier auch solche Quadrate, solche Formen reinmachen. Einfach eben oder mit einem Pfeil darauf hinweisen. Hier in verschiedenen Farben natürlich auch wieder möglich. Und das ist natürlich super. Und ich kann auch hier mit dem Beschneidungswerkzeug mein Bild beschneiden, wenn ich es kleiner haben möchte oder nur einen Bereich. Das geht aber auch schon während der Aufnahme. Ich werde jetzt einfach mal diesen Bearbeitungsfenster hier schließen, ohne zu speichern. Und sage einfach, ich möchte hier ein Fenster. Also ich könnte jetzt sagen, ich möchte ein aktives Fenster, was ich jetzt auf meinen beiden Bildschirmen habe, möchte ich fotografieren. Zum Beispiel habe ich hier auch noch Mozilla Firefox offen. Da ist gerade meine Facebook-Seite. Wenn ich jetzt das klicke, dann habe ich meinen zweiten Bildschirm mit Mozilla Firefox, also was da in dem Browser ist, praktisch hier aufgenommen. Jetzt kommen wir mal in den Bereich hin, wo ich am meisten, welches Werkzeug ich am meisten so benutze, das ist hier dieses Auswahlwerkzeug. Ich gehe mal davon aus, dass auch dieses Werkzeug ihr am meisten benutzen werdet. Ich klicke hier auf Auswahl und jetzt kann ich mir einen Bereich hier auf dem Display einfach markieren. Und dann mit der Enter-Taste bestätigen und schon wird dieser Bereich mir hier angezeigt, den ich dann auch bearbeiten kann. Und hier haben wir dann sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn wir hier runtergehen. Schau, ich zeige es euch mal hierher. Ja, und dann da mal draufklicken. Da seht ihr mal, was alles hier möglich ist. Ich könnte hier einen Tux reinsetzen. Ja, den müssen wir natürlich ein bisschen vergrößern, dass man den Tux auch sieht. Der ist ein bisschen klein. Ja, jetzt haben wir ihn. Oder ich könnte auch hier gehen, andere Formen, wo hier, ja, ich mache es mal einfach mal so ein Pfeil. Also dieses Shooter-Tool ist wirklich ein geniales Werkzeug, um Dokumentationen zu machen und diverse andere Dinge. Ihr könnt auch direkt exportieren einen öffentlichen Host, FTP. Ja, dann habt ihr noch eben Orte auf euren Rechner und ihr könnt direkt auf Ubuntu One was hochladen und dann es mit anderen Personen teilen. Ich bin mit diesem Tool sehr zufrieden. Ich arbeite fast täglich momentan auch damit und kann es euch wärmstens empfehlen, dieses Tool bei euch zu installieren und hin und wieder mal zu nutzen. Ich hoffe, dass dieser Tipp war hilfreich und ihr seid beim nächsten Video auch dabei. Vergisst bitte nicht, Daumen hoch, bewerten und ein Abo wäre natürlich super toll. Bis zum nächsten Mal.